Der Stärkere überlebt. Damals war es noch zutreffend, als der Mensch noch Jäger und Sammler war und täglich um sein Überleben in der Natur kämpfen musste. Heute ist für die meisten die Lebensgrundlage gesichert. Aber warum handeln wir immer noch nach diesem Prinzip? Wir liegen nicht im Wettbewerb mit anderen, sondern in unserem Irrtum. Ja, passende Kommentare, meine Freunde, und herzlich willkommen zur 38. Episode von Raw to 70. In der heutigen Episode möchte ich ein bisschen über das Konkurrenzverhalten sprechen, welches uns von Kindesbeinen an eigentlich eingeimpft bzw. indoktriniert wurde. Es fängt ja schon meistens bei der Geburt an bezüglich der Eltern, wenn sie dann ihre Kinder mit den Kindern von anderen Eltern vergleichen. Dann kommen vielleicht so Sprüche auf wie: Mein Kind kann schon malen wie Picasso, kann schon Klavier spielen, kann schon laufen, sprechen. Und was kann dein Kind so? Und dann werden halt hier auch zum Beispiel gewisse Ratschläge gegeben, dass man sein Kind mit Disziplin und Förderung aufbauen muss, sonst wird es ja in der Zukunft nichts werden. Und dann geht es weiter mit dem Kindergarten und der Schule. Bei mir war es halt so, in der ersten, zweiten Klasse ging noch alles ganz entspannt. Dort habe ich sogar gerne in die Schule gegangen, habe Lesen, Schreiben gelernt und nach der Schule um eins heute mit meinen Freunden gespielt. Kein Druck, keine Hektik. Die Lehrer waren auch sehr lieb zu uns, haben uns sehr gefördert und unterstützt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich an der Volksschule zur Schule ging, hier im Dorf. Und dann ab der dritten Klasse hat es dann angefangen mit den Noten, die Eingliederung bzw. in Schubladen denken und Einordnung der Schüler. Da ist es jetzt nur noch wichtig gewesen, Leistung zu erbringen. Und wenn du keine guten Noten bekommen hast oder mit nach der vierten Klasse auf eine übertretene Schule gehst, hier in Bayern ist es zum Beispiel das Gymnasium oder die Realschule, wenn du das nicht schaffst, dann wirst du als dumm deklariert, weil du dann dadurch schwerer an dein Abitur kommst und danach auch nicht studieren kannst, dann wirst du halt sofort als dumm für die meisten abgestempelt, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Realschulabschluss im mittelmäßigen Durchschnitt hast oder nur einen Hauptschulabschluss oder dann im Anschluss nur eine Ausbildung hast und danach kein Abitur oder Studium hast, dann wirst du sofort als dumm und weniger wertvoll angesehen, weil du halt nicht so gebildet bist nach der Meinung. Dann fängt das Studium, Arbeits- oder Berufsleben an. Und da hat mir zum Beispiel ein Dozent in den ersten beiden Semestern dann gesagt, dass wir zwar uns beim Lernen gegenseitig unterstützen sollen, aber uns immer bewusst sein sollten, dass wir zueinander in Konkurrenz stehen und uns unsere Arbeitsstellen kämpfen müssen. Und das geht dann immer so weiter, wenn man dann in den Beruf einsteigen möchte und erfolgreich sein möchte, muss man oft hinterhältig sein, eventuell auch andere betrügen und möchte einfach sich hocharbeiten und dann so viel Geld wie möglich verdienen, damit ich mehr Geld verdiene, mehr Geld zur Verfügung habe, bessere Gegenstände habe, ein großes Auto, viele Villen, einfach Luxus habe und sozusagen meinen Wohlstand nach außen hin zeigen und einfach meinen Nachbarn auch klar machen: Hey, ich verdiene viel Geld, ich muss einen wichtigeren Job haben im Vergleich zu dir. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel wie ich gerne draußen im Garten Pflanzenbeet aufbereitet oder Tomaten vorpickiert und gerne auf dem Feld arbeitet oder andere, der jetzt zum Beispiel mehrere Jobs machen muss, sonst nicht über die Runden kommen kann und hier zum Beispiel jetzt Gebäude reinigen muss oder so. Solche Jobs werden wieder als dreckige Arbeit da angesehen oder auch ganz klassisch soziale Berufe, wo man sich um leider die immer degenerativere Menschen kümmern muss und für diese körperliche Arbeit, die diese, ich sag mal, wundern Menschen sich zu Tode arbeiten und dafür noch so wenig
und gerecht entlohnt werden. Und das ist halt immer so nach dem Motto, immer mehr und je mehr du hast, desto besser bist du auch hier als in der Gesellschaft angesehen. Und das ist auch wirklich schade und das ist halt, viele werden halt aufgrund ihrer Eltern oder allgemein durch diese Gesellschaft wird ja dieses Verhalten auch mit eingeimpft und das zeigt sich auch oft in der Rohkosternährung dann wieder, wenn es dann heißt, ja, ich traue mich jetzt die ersten 3 Tage mal mit Saftfasten. Ich hatte eine schwere ein Krankheitsbild mit Medikamenten und ich möchte mich mal rantrauen. Ich versuche erstmal die ersten 3 Tage Saftfasten und wenn man es dann geschafft hat, dann kommt halt irgendeiner daher, wenn man sich darüber freut und sagt, 3 Tage ist ja schon gut, ich habe jetzt schon 3 Wochen Saftfasten durchgezogen und ich fühle mich super und das ist dann wieder dieses Konkurrenzverhalten, wo man sich wieder ja, ein bisschen pushen möchte und zeigen möchte, hey, ich bin besser wie du, obwohl wir eigentlich alle so ziemlich gleich sind, einfach eine kleine Ameise an einem riesen Hügel, wo jeder seine Arbeit verrichten muss. Da hatte ich auch mal letztens einen Post in Facebook, wo eine Veganerin geschrieben hat, hoffentlich kommt irgendwann der Tag, an dem die Omnis an ihrer Mangelerscheinungen sterben und da habe ich mir halt einerseits gedacht, okay, ich weiß ja nicht, warum du dir wünschst, an deiner Mangelerscheinung zu sterben, weil alles, was du deinem Gegenüber wünschst, ist eigentlich eine Selbstreflexion auf dir. Und wenn man sowas schreibt, dann zeigt man einfach sein wahres Bild. Und das ist halt einfach so mein Fazit, auch in Bezug auf die Fasten und Reinigung. Ich habe ziemlich gute Erfahrungen damit gemacht. 2-mal ist es bei mir schon schief gegangen, weil ich, ja, ich sag mal, so ignorant und dumm war und meinte, ich könnte mit anderen Rohköstlern mithalten und Saftfasten für eine Woche einfach mal durchziehen, ohne mich damit zu beschäftigen und informieren oder die Ernährungsumstellung von 0 auf 100 einfach mal durchziehen und auf meinen Körper zu hören. Und ja, das war, ist halt wirklich ein harter Prozess, dieses Verhalten bzw. diese Denkweise aufzugeben und in Kooperation zu gehen. Aber man muss sich einfach mal in der Natur sich ein Beispiel schauen, zum Beispiel die einzelnen Bäume, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel im Wald gibt es ja viele verschiedene Bäume, wie zum Beispiel die Erle, die zum Beispiel stehen geblieben ist, Wasser von zum Beispiel Sümpfen abpumpt, damit dort halt andere Bäume zum Beispiel Fuß fassen können, die jetzt nicht ja, unter Wasser gedeihen können. Oder auch die Buche, die mit ihrem Superlaub für guten Humus sorgt, indem halt hier andere Pflanzen und Bäume dann gut gedeihen können. Das gleiche geht natürlich auch für den Bergahorn, der jetzt für den nördlicheren Region eher zuständig ist, wo die Buche halt nicht wächst. Oder zum Beispiel die Eiche, die halt tief in den Boden sich verankert und verwurzelt mit ihren großen stämmigen Stamm oder Gebilde, die halt sehr groß wächst, schützt zum Beispiel den Wald vor Stürmen und blockt diese ab und übersteht auch sozusagen als Fundament des Waldes auch viele Trockenperioden, weil sie halt mit den Wurzeln tief in die Erde runterkommt und dort nach Wasser Ausschau halten kann. Dann haben wir zum Beispiel die Fichte, die jetzt zum Beispiel ja, mehr so Kompromisse eingeht. Die ist halt ein Flachwurzler, behindert zum Beispiel viele verschiedene Tiefwurzler nicht, wie auch die Lärche, die hier als Konkurrenz, als nicht Konkurrenz, sondern als gegen Partnerstück, sag ich mal, zur Fichte steht, weil halt die Lärche ist ein Tiefwurzler, die Fichte ist ein Flachwurzler und die Fichte ist halt am Anfang, kommt auch mit wenig Licht zur Verfügung, während die Lärche halt am Anfang recht schnell empor wächst, um halt hier für Licht zu sorgen. Und dafür ist halt auch die Lärche auch wieder ein Sturm,
Schutz für andere Bäume und die Fichte ist halt eher so die Kooperation für die Buche zum Beispiel, die hat mit ihren sauren Nägeln nochmal einen super Humusbilder als Komplementär für die Buche dient. Und wir haben ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Kiefer als Nadelbaum, die sich halt auch wieder in kargen Böden traut und dort mit ihren Nadeln wieder für super Bodenqualität sorgt. Und das ist halt jetzt nur im Baumtechnischen, also was wir halt sehen. Unterirdisch gibt es dann auch noch die ganzen Symbiosen mit den Pilzen zum Beispiel, die in Symbiose mit Bäumen und Pflanzen gehen, zum Beispiel die Mykorrhiza-Pilze, die wirklich an die Wurzeln von den Bäumen und Pflanzen rangehen und diese erweitern, in den Boden auflockern, die Nährstoffe den Pflanzen und den Bäumen zur Verfügung stehen, damit diese halt gedeihen können. Im Gegenzug dafür bekommen sie halt vom Chlorophyll das Traubenzucker und so gedeihen sie halt auch dementsprechend. Natürlich gibt es auch die endorphinischen Pilze, die nochmal einen Krankheits- bzw. ja, Schutz für die Bäume und Pflanzen geben. Und dann gibt es noch die saprophytischen Pilze, die halt, nachdem halt zum Beispiel ein Baum abgestorben ist oder Pflanzen auch abgestorben sind, dass sie dann hier zum Beispiel die Kompostierung anstoßen und auch wieder hier für einen super Kompost bzw. Humus sorgen und den Kreislauf wieder schließen. Und genau das könnten wir auch machen, wenn wir Menschen uns nicht zu sehr auf Konkurrenz, sondern auf Kooperation legen. Da gibt es auch einen speziellen Begriff, den ich von einem Video her sehr super finde, zum Beispiel Co-Petition, also das heißt Konkurrenz, aber mit gesundem Verstand, aber Hauptkooperation, denn wir leben alle auf einem Planeten, haben nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung und wir sollten sparsam und bewusst damit umgehen. In diesem Sinne, Spasibasa Prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.